Ich begrüße dich zu Stricken mit Bleeder, zum zweiten Teil der Finn und Finja Jacke. Du hast jetzt deine Raglan-Schräge erreicht von 16,5 cm oder deine Ärmelmaschen sind jeweils 58 Maschen. Genau. Ich zeichne dir das jetzt hier nochmal auf, wie deine Jacke aussehen sollte, zum besseren Verständnis. Also wir haben zweimal die Ärmel, einmal den Rücken, das Vorderteil 1 und Vorderteil 2 und die Blende. Das sind diese kleinen Striche, die ich mit B kennzeichne. So, ich bin ein bisschen aus der Kamera gerutscht, aber ich denke, du kannst dir das trotzdem ganz gut vorstellen. Also du hast 58 Ärmelmaschen zu diesem Zeitpunkt, 43 fürs Vorderteil, fürs zweite Vorderteil auch 43, für den Rücken, muss ich selber gerade nochmal nachgucken, 72 Maschen, genau. Und die Vorderteile splitten sich einmal in das Vorderteil und in die Blende. Für das Vorderteil hast du 37 Maschen und 6 Maschen für die Blende. Natürlich jeweils, ne? Das gilt für Vorderteil 1 und für Vorderteil 2. 58 Maschen für die Ärmel, genau, und 72 für den Rücken. Und jetzt müssen wir die Ärmel stilllegen, ja? So sollte das jetzt bei dir aussehen. Also wir befinden uns auf der Vorderseite. Das sind die Ärmel und die werden stillgelegt. Hier nochmal kurz ein Bild von der Raglan-Schräge. Genau, also wie gesagt, wir befinden uns auf der Vorderseite. Zum Ärmel stilllegen nehme ich diesmal Stricknadeln. Damit mir aber keine Maschen runterrutschen, habe ich hier so ja, Fixierungen. Zeige ich dir gleich, wie das funktioniert. Wenn du nicht so viele Nadeln zur Verfügung hast, ist das gar nicht schlimm. Dann nimmst du große Sicherheitsklammern oder einfach einen andersfarbigen Baumwollfaden und eine Stopfnadel und fädelst dort dann deine Ärmelmaschen auf. So. Also wir stricken jetzt erstmal wie gewohnt unsere Randmaschen. Da ändert sich null, gar nichts. So. Kamera noch mal richtig auf Position bringen. Dann deine vier restlichen Maschen der Blende. Dann hebst du den Blendenmarker über und strickst jetzt bis zum nächsten Marker. Ja? Noch, bevor ich das vergesse zu sagen. Also es finden jetzt keine Raglan-Zunahmen mehr statt. Ne? Das Thema Raglan-Zunahmen ist definitiv durch. Du strickst einfach nur ganz normal rechts bis zu deinen Ärmelmaschen. Okay, da sind wir jetzt auch gleich. Okay, so. Die Nadel hängst du jetzt erstmal auf die Seite, die brauchen wir momentan nicht. Nimmst deine Stopfnadel oder deine Stricknadel oder deine Sicherheitsnadel und legst jetzt alle 58 Maschen einfach nur auf diese Nadel. Also die werden nicht abgestrickt, sondern einfach nur abgehoben. Ne? Das ist kein Hexenwerk, das kriegst du alleine hin. Zum besseren Verständnis, den Teil haben wir gestrickt und den legen wir still, ne? Also diese 58 Maschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Ende dieses Ärmelbereiches wieder.
Okay, also du hast jetzt deine 58 Maschen des ersten Ärmels auf deiner Nadel aufgefädelt und jetzt geht es darum, dass wir die Nadelspitzen abmachen. Das kann ich bei meinen Nadeln sehr gut. Das sind die Knit Pro Symphonie Nadeln. Da kann man auf die Seile verschiedene Nadelspitzen aufsetzen und fixieren. Das geht ganz einfach. So. Und das war jetzt unbezahlte Werbung, aber wie gesagt, ich finde diese Nadeln wirklich brillant. Ich stricke unheimlich gerne mit denen und ja, vielleicht bist du auf der Suche nach guten Stricknadeln. Ich kann sie sehr gut empfehlen. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier unsere Fixierung dran machen. Ich weiß gar nicht, wie diese schwarzen, runden Dinger heißen. Aber sie dienen eben dazu, dass die Maschen nicht vom Seil rutschen, ne? Okay, so, da sind jetzt unsere Ärmelmaschen drauf, ne? Und jetzt geht es darum, das Vorderteil mit dem Rückenteil zu verbinden, ne? Möglichst so, dass da kein Löchlein entsteht. Okay, und du strickst jetzt ganz einfach, du ignorierst den Ärmel und strickst jetzt ganz einfach weiter, ja, vom Vorderteil zum Rückenteil. Hältst den Faden schön gespannt, ne, so, genau, schön gespannt, dass da nicht irgendwie ein unschönes Löchlein entsteht. Am Anfang scheint es dir vielleicht so, dass da ein Löchlein sich bildet, aber das geht nachher weg, das zeige ich dir auch. So, jetzt sind wir hier in dem Rückenbereich, ne, und stricken unsere 72 Maschen für den Rücken und dann müssen wir den zweiten Ärmel stilllegen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am zweiten Ärmel wieder, ne? Also Rückenmaschen ganz wie gewohnt abstricken. Okay, und da sind wir. So, das war die letzte Masche vom Rückenteil. Den Marker kannst du auf Seite legen. Es sei denn, du machst irgendein Muster, dann würde ich dir empfehlen, immer einen Marker noch, einen Seidenmarker praktisch oder einen Achselmarker stehen zu lassen. Ne? Aber das ist ja jetzt hier erstmal nicht der Fall. Und du fädelst wie beim ersten Ärmel auch die Maschen des zweiten Ärmelchens schön sauber auf deine Stricknadel. Okay, 58 Maschen sind jetzt auf der Hilfsnadel oder Stilllegungsnadel oder wie auch immer. Und jetzt geht es darum, dass wir nochmal diese Spitzen hier abmachen und mit den runden Plättchen, mit den schwarzen da fixieren. Ich weiß tatsächlich nicht den Namen, aber ja, dafür gibt es ja ein Video, ne? Ihr seht ja, was ich meine. Die werden einfach bei den Nadeln mitgeliefert, ne? Genau. So. Einmal. Und den zweiten habe ich auch schon fixiert. Okay. So, und jetzt geht es darum, wieder den Rücken mit dem Vorderteil zu verbinden. Also genauso wie beim ersten Ärmelchen. Ne? So, Faden schön anziehen und einfach weiter stricken. Also wie du siehst, ist es wirklich sehr, sehr easy, da die Ärmelchen stillzulegen. Ne? Okay, so, du fragst dich jetzt sicherlich, wie geht es weiter? Und du strickst jetzt 35 cm, also bis ein Jäckchen von der Anschlagskante, also von der allerersten Reihe, von der Schulter aus gemessen, 35 cm lang ist. Ja, ich blende dir auch gleich nochmal ein Foto ein, wie und wo ich da gemessen habe. So. Deine Vorderseite, also die Hinreihen, werden glatt rechts gestrickt,
da ändert sich nichts. Die Blenden weißt du auch und die Randmaschen weißt du auch, wie die gestrickt werden. Und die Rückreihen werden links gestrickt. Ne? Und vergiss bitte nicht, deine Knopflöcher zu setzen. Ja? Das kann schon mal passieren. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn du dann deine 35 cm erreicht hast. Also, bis gleich. Okidoki, du hast jetzt deine gewünschte Länge erreicht und wechselst jetzt auf eine Rundstricknadel der Stärke 3,5. Hast du diese nicht zur Verfügung, nimmst du bitte in der allerersten Bündchenreihe, die rechts gestrickt wird, 8 Maschen ab. Ja? Der Grund dafür ist ganz einfach, also bei einer Maschenprobe ist Kraus rechts wesentlich breiter als ein Glattrechtsmuster. Ja? Und damit du nachher nicht so ein Mammutbündchen unten abstehen hast, würde ich dir empfehlen, wenn du keine Nadelstärke 3,5 zur Verfügung hast, einfach 8 Maschen abzunehmen. Genau, auf der Hinseite abnehmen und dann dein Kraus-Rechts-Bündchen stricken. Und das ist ganz einfach. Kraus-Rechts, du strickst alle Maschen, alle Reihen dafür rechts. Ja? Egal ob Hin- oder Rückreihe, egal ob Blende oder nicht, alle Maschen werden in allen Reihen rechts gestrickt. Und dadurch entsteht dann eben das Kraus-Rechts-Bündchen. Genauso wie dein Halsbündchen eben auch. Ne? Okay. So, dein Hals, nicht das Halsbündchen, dein Abschlussbündchen sollte circa 3 cm lang sein. Lieber ein bisschen länger als zu kurz, denn wenn es zu kurz gerät, kann es sein, dass sich das Bündchen immer wieder umschlägt und das ist natürlich dann ärgerlich, ne, bei so einer schönen Arbeit, die du dir dann gemacht hast. Okay. Deine Blendenmarker kannst du entfernen, ne? Nicht, dass sie dich nachher noch durcheinander bringen und du aus Versehen dann eine Rückreihe linke Maschen strickst. Ne? Genau. Also einfach Blendenmarker entfernen und alle Maschen rechts stricken und alle Reihen rechts. Dein Abschlussbündchen hat jetzt eine Länge von 3 cm erreicht. Und jetzt musst du noch alle Maschen abketten. Ich empfehle dir dafür, einfach eine Nadelstärke höher zu nehmen, damit das schön elastisch bleibt, das Bündchen. Ne? Wenn man in der gleichen Nadelstärke abkettet, besteht die Gefahr, dass man zu eng abkettet. Ja, und das sieht ja dann auch nicht schön aus, ne? Genau, also einfach eine Nadelstärke höher nehmen. Ich habe in dem Fall 4,5 genommen. So, und das Abketten kennst du sicherlich schon. Also einfach nur deine Randmaschen stricken. Du hast 2 Maschen auf der Nadel und die erstgestrickte wird über die zweitgestrickte gezogen. Und so geht das jetzt über die komplette Reihe. 2 Maschen auf der Nadel, die hintere, also die rechte Masche über die andere Masche ziehen. Na, so. Und du siehst, es ist ganz soft, ganz elastisch, also alles richtig gemacht, wunderbar. Und wir können uns dann jetzt um die Ärmelchen kümmern. Das hier ist der Ärmelbereich und da werden wir jetzt 4 Maschen herausstricken. So. Und du siehst ein V
Eine Masche ist wie ein V, ja, von dem glatt rechts gestrickten Teil, und die hat einen Querfaden. Und diesen Querfaden nimmst du auf die Masche, auf die Nadel auf und schickst eine neue Masche heraus. So. Ich zoome das mal ein bisschen näher dran. So. Also, du siehst das V der glatt rechten Masche. Die hat den Querfaden, den nimmst du auf die Nadel, holst dir den Arbeitsfaden und ziehst den Arbeitsfaden durch diese Masche. Und zack, hast du zwei Maschen auf der Nadel. Setzt einen runden Marker, damit wir auch wissen, wo die Runde beginnt. Und du startest jetzt deine erste Runde. Strickst noch zwei weitere Maschen raus, also insgesamt vier Maschen aus dem Achselbereich stricken. Bei mir sind es vier. Das kann bei dir fünf oder sechs sein, es kann bei dir aber auch nur drei sein oder zwei. Das ist wurscht. Hauptsache, dass die Lücke im Achselbereich geschlossen wird. So. Und das mache ich jetzt erstmal mit einer Rundstricknadel und wechsle aber nachher auf meinen Sockenwunder. Mit dem stricke ich sehr gerne. Kannst aber auch mit dem Nadelspiel oder Crazy Trio stricken oder die Magic Loop Methode anwenden, wie auch immer. Ne, das ist allein dir überlassen. Okay, die letzte Masche noch abstricken und dann sind alle Maschen von der Hilfsnadel, also auf der die Ärmelmaschen stillgelegt waren, abgestrickt. So, die ersten Reihen stricke ich mit der Magic Loop Methode, das musst du nicht machen. Wie gesagt, das kannst du so handhaben, wie du das gerne möchtest. Aber ich persönlich finde das einfacher. So, ich nehme den Arbeitsfaden wieder auf. Und sehe, dass die erst gestrickten Maschen, also die, die ich neu rausgestrickt habe aus dem Achselbereich, mir ein bisschen zu labbrig sind. Deswegen nehme ich zoome das mal ein bisschen näher ran, nehme ich mir hier eins von den V-Gliedern der vorherigen Maschen auf die linke Nadel und stricke dann diese Fake-Masche praktisch mit der ersten Masche zusammen rechts ab. Ja, also das ist keine Zunahme, sondern es dient nur dafür, dass die Maschen im Achselbereich und nicht so labbrig sind. Ja. So, nochmal ranzoomen. Okay. Also, das Maschenglied nehme ich mir jetzt wieder auf die linke Nadel und stricke die beiden Maschen zusammen rechts ab. Ja, dadurch zieht sich das alles ein bisschen zusammen. Du bist jetzt in der zweiten Runde. Und auch hier finde ich das ein bisschen zu labbrig. Und deswegen hole ich mir nochmal so ein Maschenglied hier hoch auf die Nadel und stricke das mit der nächsten Masche zusammen rechts ab. Und da auch, da siehst du, da an meinem linken Daumennagel, die Masche zieht sich ganz schön. Also nochmal dasselbe Spiel von vorne. Und wunderbar. Also wirklich ganz, ganz einfach. Aber das nur, wenn es bei dir auch so labbrig sein sollte. Also wenn die Maschen sich da so ziehen sollten im Achselbereich, ne? Und du kannst sehen,
kein Löchlein, schön sauber sieht das aus, wunderbar. Okay, die Magic Loop Methode erkläre ich euch irgendwann mal in einem anderen Video. Ich wechsle jetzt erstmal auf mein Sockenwunder. Ich stricke mit dem sehr gerne, weil man da überhaupt gar keine Übergänge hat wie beim Nadelspielen. Aber wie gesagt, du kannst deine Ärmelchen so stricken, wie es dir am liebsten ist. Ne? So, wie geht es denn jetzt weiter? Du strickst jetzt bis Ende der vierten Runde einfach nur rechts. Ja, es passiert sonst gar nichts. Du strickst einfach nur rechts und wir sehen uns am Ende der vierten Runde wieder. Und da sind wir auch schon. Also Ende der vierten Runde. Du strickst jetzt noch bis zum Rundenmarker. Okay, hebst den Rundenmarker über. Und nun starten wir in der fünften Runde. Starten wir mit den ersten Abnahmen. Dafür strickst du die ersten beiden Maschen rechts zusammen nach dem Rundenmarker. Und strickst dann bis zu den letzten beiden Maschen vor dem Rundenmarker. Ja, alle Maschen rechts, wie gehabt. Okay, also die fünfte Runde stricken wir jetzt einfach komplett zusammen. Die ersten beiden Maschen nach dem Rundenmarker hast du rechts zusammengestrickt und jetzt strickst du bis zwei Maschen vor den Rundenmarker. Okay, und da sind wir auch schon. So, jetzt hast du noch zwei Maschen auf der Nadel vor dem runden Marker. Die erste Masche von den beiden hebst du ab, wie zum Rechtsstricken. Die letzte strickst du rechts und die abgehobene strickst du oder ziehst du über die gestrickte. Dann hast du eine Neigung nach links oben. Und die ersten beiden Maschen, die du abgenommen hast nach dem runden Marker, die haben eine Neigung nach rechts. Ja, das sieht dann einfach hübscher aus unter dem Ärmel. So, wie geht es nun weiter? Wie du abnehmen sollst, habe ich dir ja gerade gezeigt. Und das wiederholst du. In Reihe 10, 15, 20, 25 und 30. Ja, also in jeder fünften Runde nimmst du die beiden Maschen ab, so wie ich dir das gezeigt habe. Dann müsstest du noch 50 Maschen auf der Nadel haben. Dann geht es aber weiter mit den Abnahmen. In Reihe oder vielmehr in Runde 40 und in Runde 50 werden auch nochmal jeweils zwei Maschen abgenommen. Dann müsstest du 46 Maschen auf der Nadel haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in Runde 60 wieder. Wenn du mit anderer Wolle gestrickt haben solltest, dann solltest du mit dem Bündchen anfangen, also praktisch
bis zur 60. Reihe wären es 35 cm. Ja, und dann starten wir mit dem Bündchen. Also nochmal, hast du mit anderer Wolle gestrickt, dann sehen wir uns bei einer Länge von 35 cm wieder. Hast du mit meiner Wolle gestrickt, sehen wir uns in Runde 60 wieder. Und hier siehst du auch nochmal auf dem Foto, dass ich von der Anschlagskante aus wieder gemessen habe, ja? Okay, so, wir sind jetzt Ende der 59. Runde. Und du strickst jetzt noch bis zum runden Marker, hebst diesen über. Und nun wirst du 6 Maschen noch abnehmen für den Fall, dass du kein Sockenwunder in der Größe oder kein Nadelspiel in der Nadelstärke 3,5 hast. Ja? Dann nimmst du jetzt in dieser 60. Runde 6 Maschen ab. Hast du ein Sockenwunder oder ein Nadelspiel in Stärke 3, musst du das nicht machen. Ja? Also dann strickst du ganz normal deine 46 Maschen weiter, ohne Abnahmen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der 61. Runde wieder. Okay, also du bist in der 60. Runde, beziehungsweise dein Ärmelchen misst jetzt 35 cm. Du hast auf Nadelstärke 3,5 gewechselt oder hast 6 Abnahmen gestrickt. Und demnach sind wir jetzt in der 61. Runde und starten unser Bündchen. Genau, 61. Runde. Also, du strickst jetzt diese Runde komplett links. Ja? Und zwar ein Bündchen, ein Kraus-Rechts-Bündchen in Runden entsteht, wenn du eine Runde linke Maschen strickst, eine Runde rechte Maschen, eine Runde linke Maschen und so weiter. Immer im Wechsel. Ja? Eine Runde links, eine Runde rechts. So, und das solltest du so lange machen, bis dein Bündchen, jetzt muss ich gleich nochmal nachgucken, ich glaube 3 cm, nicht, dass ich dir was Falsches sage. Ja, 2,5 cm waren es, also 2,5 bis 3 cm sollte dein Bündchen messen. Das sind in meinem Fall 6 Kraus-Rechts-Rippchen, ja. Und danach wird abgekettet. Am besten kettest du direkt nach einer linken Runde ab, weil dann sieht der Abschluss von der, also die Abschlusskante einfach hübscher aus. Ja? Ja, und dann würde ich sagen, war das eigentlich schon alles? Du musst noch die Fäden vernähen, die Knöpfchen annähen und den zweiten Ärmel. Klar, den strickst du identisch wie diesen Ärmel. Ich hoffe, das Stricken mit Blieder hat dir sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass dich überraschen, was das wird. Ein Tuch steht auch noch aus. Da warte ich aber noch auf die Fotos von meiner Tochter, die ist gerade im Urlaub, natürlich ohne Tuch. Und das Tuch, also die Anleitung zu dem Tuch, wird im August erscheinen. Na, ich denke, ja, spätestens Mitte August. So, ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, wenn du mir mein Video liken würdest, ja, und wenn du dein fertiges Finn und Finja Strickjäckchen auf Facebook, Instagram unter Hashtag, also Raute, wieder Design vorstellen würdest, ja. Hab einen schönen Tag, bis dann, deine Blieder.